TV Straßensound. Ich war wieder wie immer auf Wechselschicht gerade, auf Arbeit. Da hat Daniel mich angerufen vom District, gesagt, hey, ich habe deine Platzierung. Ich denke so, was kommt jetzt, was kommt? Platz 6, ey, krass. Gänsehaut gehabt, mega geil. Ein vernünftiges Standbein aufbauen, so, weil, weiß ich nicht, zu den Eltern vor meiner Frau zu gehen und sagen, ich bin Rapper, so würde ich mich schämen. Nicht jeder Einzelne kann die Welt retten. Wir können uns nicht für 1000 verschiedene Sachen einsetzen, aber Fußball ist mein Leben. Und das passiert gerade beim Fußball. Deswegen setze ich mich gerade dafür ein. Ich kann mich nicht an jeder Ecke für irgendwas einsetzen. Dann dürften wir teilweise nichts mehr anziehen. Die einen, die sagen, die wollen was weiß ich nicht wen. Ich sage, gib mir ein Nate-Feature, ich brauche nie wieder ein Feature. Und dann kommt der um die Ecke mit seiner Bierflasche in der Hand und sagt, nenn dich authentisch. Ich gucke den an, ich sage, warum? Ich sage, der passt zu deinen Songs. Ich habe noch nicht einen Song von dir gehört, wo du irgendwas erzählst, wo ich selber nicht weiß, dass das stimmt. Zu den schweren Jungs nochmal, auf jeden Fall. Ja, das sind auf jeden Fall alles auch Kumpel. Da werde ich auch oft angesprochen wegen Bandidos. Wie tief ist jetzt da drin? Wie gehören die zu mir? Sind es wahre Stories, über die du dort rappst? 100%, sonst will ich keine Musik machen. Der Sampler muss einfach verschiedene Facetten haben und wirklich kreuz und quer einfach zeigen, in jede Richtung zeigen, was man so quasi als Crew drauf hat. Willkommen, sehr verehrten Damen und Herren, zu TV Straßensound. Heute aus Hannover in unserem TV Straßensound Büro mit Miki. Was geht ab? Authentik, was läuft? Was geht? Muss alles Bestes. Seid ihr gut nach Hannover durchgekommen von Dortmund aus? Auf jeden Fall. Also es geht. Die Kupplung ist gerade ein bisschen marsch gegangen. Aber wir waren 4 Minuten von hier entfernt. Ich hoffe, wir kommen dann nach Hause, aber angekommen sind wir. Du meinst also, im zweiten Gang geht das Ding noch rein, dann startet ihr halt aus dem zweiten. Geht so. Also im dritten komme ich rein, im zweiten schon. Also das war schon, mal gucken, egal, erstmal Interview. Ja, Mann. Geht schon, genau. Kommen wir irgendwie hin, dass ihr wieder nach Dortmund heute Abend kommt. Wenn ich schlafen will. Hast du eine Couch da hinten? Safe, gar kein Problem. Machen wir. Wir treffen uns hier aufgrund eures Samplers zu Malocha-Musik. Aber bevor wir darüber sprechen, lass uns erstmal auf dein letztes Album eingehen, Kurvenmucke 2. Das ist im so Spätsommer, Herbst letzten Jahres erschienen. Das Ding ist auf Platz 6 gegangen in den deutschen Albumcharts. Glückwunsch dazu auf jeden Fall. Wie war die Resonanz darauf? Boah, krass, auf jeden Fall. Also ich sag mal jetzt, von unserer Community natürlich immer krass. Ich sag jetzt Rap-Medien-technisch mal wieder gar nichts. Also haben wir ja vorher schon drüber gesprochen, in dem letzten Interview von uns beiden. Also wurde wirklich wieder komplett wegignoriert, ne? Dass ihr auf Platz 6 gegangen seid. Fast gar nichts haben wir. Also wie wir auch damals schon gesprochen haben. Ja. Es wurde echt nicht viel drüber geschrieben, gesprochen oder sonst was. Aber so die Resonanz, die war mega gut. Also war auch. Das erste Album unter Malocha-Musik, damit direkt auf Platz 6 gehen, das ist natürlich ein kleiner Traum gewesen. Yeah. Man war stolz ohne Ende und Bombe. Wie ist das Ding bei dir im engsten Kreis angekommen? Sind die Leute stolz auf dich? Ja, komplett, ne? Ich sag mal so, man hat es nicht gewusst, wie macht man mit der Musik weiter und alles. Und dann hat man sich ein eigenes Label gemacht, dann ist man plötzlich Labelchef und dann machst du die erste Platte und du gehst auf 6 in die Charts und du denkst dir selber, boah, Hammer, krass, geil. Und auch alle Ängsten bei mir, aber ich bin ja nicht alleine da hingegangen auf Platz 6, sondern mein ganzes Team. Alle, die daran gearbeitet haben, alle, die irgendwie ein Teil davon waren. Und ich bin extrem stolz darauf und mega, mega geil. Was war das für ein Gefühl für dich, als du deine Platzierung gesehen hast auf sämtlichen Plattformen? Ich war wieder wie immer auf Wechselschicht gerade, auf Arbeit. Da hat Daniel mich angerufen von District, gesagt, hey, ich habe deine Platzierung. Ich denke so, was kommt jetzt, was kommt? Platz 6, ey, krass. Gänsehaut gehabt, mega geil. Vorhin war das noch meine Frage, ob du jetzt Musik hauptberuflich machst oder immer noch dein Job hast und du meinst, ey, ich fahre weiter zweigleisig. Immer noch mein Job, immer noch. Deswegen auch Malocha-Musik, habe ich ja schon mal gesagt. Yeah. Ich maloche immer noch dafür und ich habe einen Sohn und das ist mir, die Sicherheit ist mir extrem wichtig und deswegen auch beidgleisig immer noch. Denkst du, dass wenn du deine Arbeit aufgeben würdest, also deine Arbeit im normalen Leben und dich komplett auf die Kunst konzentrieren würdest, dass da mehr bei rumkommen würde oder ist das Risiko zu hoch, dass man jetzt alles auf eine Karte setzt? Boah, das ist schwer so. Ich denke darüber fast jede Woche nach, sag ich mal. Ich habe immer oft Schichten, wo ich mir denke, boah, scheiße, jetzt bin ich schon wieder 6 Uhr morgens, schon wieder Nachtschicht gehabt, so. Warum machst du das eigentlich alles? Ja, ich weiß, warum ich das mache, aber manchmal denke ich mir, okay, jetzt muss ich wieder dann nach Mittagsschicht, gehe ich ins Studio und bin da nochmal 6 Stunden. Und dann denke ich mir, schaffe ich das, könnte ich schaffen? Und ich weiß es nicht. Kann mir auch keiner sagen. Ich sage aber, ich bin 31, ich bin keine 20 mehr. Yeah. Wäre ich jetzt nochmal 21 und hätte meinen Sohn jetzt zum Beispiel nicht, aber das soll nie was heißen, weil ich bin der glücklichste Mensch der Welt, weil ich meinen Sohn habe, das ist für mich alles. Dann vielleicht mit 21, 22, auch selbst mit 27, aber hätte ich kein Kind, würde ich es wahrscheinlich machen, würde ich es probieren. Aber so, ich muss auf die Sicherheit gehen und was kommt, kommt und was nicht, dann, schwierig zu sagen, schwer, wirklich.
Was ist für ein Gefühl, dass du jetzt plötzlich für 3 weitere Leute zuständig bist und dich um die Jungs kümmern musst? Du hast ein Label im letzten Jahr erst gegründet, hast mittlerweile, glaube ich, 3 Signings sind es insgesamt. Einmal Solero, Carolina und Authentic. Genau. Der ist heute auch mit hier am Tisch. Erzähl jetzt mal, was das für eine Verantwortung ist für dich. Ist natürlich auch wieder was komplett anderes. Ne? Man hat auch, sag ich mal, noch mehr Sachen, worum man sich kümmern muss. Noch mehr Anrufe, ey, was ist jetzt damit? Nochmal, ey, erklären wir mal das, wie machen wir das, wie ist das? Mhm. Aber es macht Spaß. Ich habe auch ein super Team. Ich habe auch alle 3, die machen perfekt mit. Und die sind auch alle 3 mega selbstständig. Authentic auch mega krass. Er mischt ja auch mit. Er macht ja auch mit, ja. Das Master alles. Und es ist natürlich mehr. Aber ich wusste es, dass es so kommt. Und ich mache es auch gerne. Aber die nehmen ja auch viel Arbeit ab, alle. Yeah. Das definitiv. Am 23. April erscheint der Label-Sampler Malocha Musik. Gib uns mal einige Worte zu deinen Signings. Natürlich erstmal Authentic, da er hier mit am Tisch sitzt. Denke ich, dass wir dich weg ignorieren. Gleich wirst du auf jeden Fall der Protagonist sein. Alles gut, der soll mir. Aber da wir gerade deinen Labelchef mit am Start haben, warum hast du Authentic gesigned und wie bist du auf ihn aufmerksam geworden? Also wie ist eine komplett kuriose Geschichte. Also eigentlich, wir haben ja unser eigenes Studio letztes Jahr eröffnet. Das ist übrigens jetzt genau ein Jahr alt, gestern. Glückwunsch. Und Dankeschön. Und wir saßen im Studio und da war eigentlich noch gar nicht alles fertig und so. Mhm. Und mein Produzent Santi, schöne Grüße an Santi, hat Authentic mitgebracht, aber eigentlich nur, weil er ihn über die Schulter gucken wollte und mit ihm ein bisschen mischen wollte, ein bisschen mastern, ein bisschen gucken, wie er das macht und einfach dabei sein wollte, quasi so als Produzent. Yeah. Dann saßen wir im Studio, hatten eine schöne kleine Party gemacht, sag ich mal. Ich habe einen Song aufgenommen, war auch ziemlich voll den Abend und saß Authentic da und der hat voll den Song gefeiert, komplett. Ja, ja. Und da meinte er so, ja, soll ich nicht auch mal ein Part rappen? Ich dachte so, okay, kannst du das? Und ich wusste noch nicht, was der ein Rapper ist. Okay. So, und ich dachte so, ja, dann mach, geh, rap. Dann ging er in eine Booth rein und rappt ein Part und ich dachte, ach du Scheiße, was willst du denn nur Produzent sein? Du bist Rapper. Wie krass ist das denn? Damit hätte ich jetzt so gar nicht gerechnet. Ne? Er geht in die Booth rein, macht das, rappt den Part und ich dachte so, krass. Dann haben wir danach nochmal einen Song aufgenommen. Und auch, egal was für Songs, was für Beats, wie vielseitig und alles, er konnte einfach überall drauf. Und was für mich extrem wichtig war, war einfach diese menschliche Seite. Weil ich möchte, das ist für mich noch wichtiger als diese Talentseite, natürlich ist die auch wichtig, aber dieses Menschliche, dieses Zusammenarbeiten können, dieses miteinander klarkommen, miteinander Ziele haben. Und bei Authentic ist es einfach, ich habe selten einen Menschen gesehen, der so hungrig ist, der wirklich so extrem danach ist und Bock auf die Musik hat. Wo ich manchmal selber, fahr mal runter, auch dieses Dings, ne? Der einfach übertrieben Bock hat da drauf. Yeah. Und das ist für mich einfach ein Glücksgriff. Also das jemand, ist so wichtig. Ja, wirklich, jemand, der auch wirklich extrem Hunger hat, der am liebsten jeden Tag im Studio ist, am liebsten noch den vierten Schritt als weitermachen würde. Und deswegen passt das so mit Authentic, deswegen war ich auch so froh und deswegen habe ich ihn auch fast eigentlich nach seinem ersten Part den Vertrag dahin gehalten. Yeah. Und wir thematisieren das auch auf dem Album, also auf dem Sampler. Da ist dieses Lied natürlich auch mit drauf, was damals entstanden ist. Einfach nur, weil es diesen Vibe auch hat, so von damals. Das sind Erinnerungen, das ist wie Nostalgie damals. Das war persönlich. Ja, komplett. Das war der erste Song. Und wir haben auch einen Song, der heißt Deal. Da rappen wir auch ein bisschen darum. Er brauchte nur ein paar zum Überzeugen und ich gab ihm dann seinen Deal und so was. Und so authentic. Wie bist du auf Mickey zugetreten? Was war das für dich für ein Moment, als er dir zum Beispiel das Angebot gemacht hat? Kanntest du ihn im Vornherein schon? Also den Namen schon. Ich meine, man kommt aus Dortmund, auch wenn man mit Fußball nichts zu tun hat, kennt man ihn und auch alles. Ich meine, ob er euch persönlich schon kannte? Nee, persönlich gar nicht. Persönlich null. Ich kannte halt Santi von früheren Sachen, den Produzenten. Wir haben abends telefoniert und der meint, wenn du Bock hast, ich sitze eh gerade im Studio, komm vorbei. Das war mitten in der Woche, 3 Uhr nachts, glaube ich. Dann sind wir da hingefahren und dann kam das einfach so Stück für Stück. Eigentlich wollte ich gar nicht mehr rappen, so. Ich wollte eigentlich nur so ein bisschen nebenbei was machen. Mix, Master, mit Rap wollte ich gar nichts mehr zu tun haben. Und dann haut der da einen Song raus und Santi sagt, ja, mach mal, mach mal, mach mal. Und dann habe ich gemacht und dann war krass. Seit wann machst du eigentlich Musik? Du bist, kann man sagen, wie alt du bist? Ja, 25. Also ich glaube, selber angefangen habe ich vor 8 Jahren schon, 9 Jahren, 8-9 Jahre so. So lange schon ungefähr. Und warum hast du keinen Bock mehr auf Musik gehabt? Was hat dir da so den Spaß verdorben? Wie sag ich das nett? Sag mal, die Menschen, mit denen man zu tun hatte, war halt nur Ratten gewesen, großen Teil. Und irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr.
Und Fokus auch eine Zeit lang auf ganz andere Sachen gelegt. Also Geld verdienen für Dingens, für Familie, ein vernünftiges Standbein aufbauen, so weil, weiß ich nicht, zu den Eltern vor meiner Frau zu gehen und sagen, ich bin Rapper, so würde ich mich schämen. Seit wann machst du Musik? 8 Jahre. 8 Jahre. Was waren so deine ersten Steps in der Deutschrap-Musik? Wen hast du gefeiert? Boah, Deutschrap sehr spät. Ich glaube mit 15, 16 erst. Vorher immer amerikanisch. 50 Cent. Also dieses Typische, ne? 50 yeah. Cent, Dr. Dre, Snoop Dogg. Und Deutschrap fing an mit boah, ich glaube, Stress auf dem Kiez von Nate 57. Mhm. Damit fing das an. Krass. Und dann war das auch immer so. Auch so die Richtung, so diese Hamburg-Richtung, diese Unter-, also alles, was bekannt war, habe ich irgendwie nie wirklich gefeiert. Früher auf jeden Fall. Aber Stress auf dem Kiez, das könnte ich dir heute noch auswendig runterrappen. Ja. Wäre auf jeden Fall cool, wenn du mal dich vielleicht mit Nate zusammensetzen könntest und ihr da vielleicht einen Song hinbekommt. Das ist der Traum. Yeah. Die einen, die sagen, die wollen was weiß ich nicht wen. Ich sage, gib mir ein Nate-Feature, ich brauche nie wieder ein Feature. So, irgendwann kann man da vielleicht so die Leitung hinführen, dass man in Kontakt tritt und sowas mal abcheckt. Weil ich glaube so mittlerweile so die Deutschrapper, und Nate ist jetzt nicht sehr alt, nur er hat sehr früh angefangen, so Hand aufs Herz, viele Leute haben halt auch mit der Mucke angefangen und dann waren das nicht mehr Namen wie was weiß ich was. NWA und so, dann war es halt Agro Berlin oder die ganze Hamburg-Sache, Stuttgart-Sache. Ja, definitiv. Was hast du eigentlich am Anfang gepumpt? Ich? Welche Art von Musik? Ich habe mit Sido meinen Blog noch angefangen damals. Das war so meine Zeit, so auf einen MP3-Player und so was. Ja. Also klassisch, ne? Ja, so was. Also, ich habe früher dann Eminem, war bei mir so. Da habe ich komplett gefeiert immer. Mhm. Ich habe da die CDs genommen, die Bücher da aufgemacht, die Inlays und habe die Texte versucht mit zu rappen. Ich kann bis heute nicht richtig Englisch sprechen, aber egal, ich konnte. So war es bei allen. Ja, und, so war das bei mir. Yeah. Was hat eigentlich für dich den ausschlagenden Punkt gegeben, dass du mit der Musik angefangen hast? Ja, wie ich ja damals im Interview schon erzählt habe, eigentlich mein Cousin, der hat Geburtstag gehabt und mein Kumpel hat gesagt, versuch mal, ich habe es probiert, jetzt im Schnellformat. Und die Leute haben es gefeiert. Ich dachte, oh, vielleicht kann ich das so ein bisschen. Ich probiere es mal. Und so bin ich zu Rap gekommen. Bei dir, Authentic, was war so dein Ansporn, dass du mit der Mucke angefangen hast? Langeweile. Sag ich dir ehrlich, wie es ist. Ja. Einfach Langeweile. Ich wollte das auch können. Mhm. Mehr war das nicht. Okay. Ich habe im Internet gelesen, wie das geht, wie man das aufnimmt. Und dann saß ich da mit meinem Crack-Headset mit nur so einem so ein Ding mit dem Mikrofon dran und habe so gemacht und habe Songs aufgenommen. Ja, krass. Hast du alles selber beigebracht und bist so ein Typ, der sich so die Technik selber aneignet? Weil es gibt viele Rapper, die dann sagen, okay, ey, ich brauche ein Programm, ich mischen und mastern will ich lernen, ich will produzieren lernen, ich will Musikvideos machen lernen, damit ich halt alles selber in der Hand habe und da immer noch so mitreden kann. Ja, ich sag mal so, ich bin krank perfektionistisch. So. Oh ja. Und, was macht das aus? Also wo merkt man das zum Beispiel als Labelchef? Ja, das weiß ich nicht. Weil du gerade gesagt hast. Was war das Letzte, wo du gesagt hast, ey, Authentic, reicht. Ja, aber bei ihm ist das halt, wir haben uns ja manchmal auch, wenn wir zum Beispiel ein Video fertig kriegen, wie jetzt von dir zum Beispiel vor kurzem, dann kriegen wir die Videos und er ist da wirklich extrem auf 100%, 1000%. Ja, da geht es manchmal um halbe Sekunden in dem Video, die mir einfach nicht gefallen. So, so aber wirklich so, wo du wirklich denkst, so, das wird die halbe Menschheit, wird das nie im Leben sehen, nie im Leben, kein bisschen, auch bei Songs oder so, aber er braucht das halt dann für sich. So um diese, ist auch im ersten Moment denkt man sich, oh, wirklich jetzt? Aber dann einen Tag später liebe ich ihn wieder dafür, weil genau dadurch haben wir uns auch wieder ein Level verbessert. Ich sag, dadurch, dass er so perfektionistisch ist, kriegen wir noch mehr raus aus uns, so weißt du? Yeah. Wir kitzeln uns gegenseitig, wir so gegenseitig bauen, man will sich pushen und das ist so wichtig. Und ja, es macht oft den Unterschied, so dieser kleine Punkt, so einmal, was weiß ich was, da war es ein Stück weit Offbeat oder da hat man mein Atmen gehört und dann stand ich da bei der Szene scheiße, ich will das gar nicht haben. Genau sowas. Genau. Und ich würde dir auch empfehlen, zieh es genauso durch. Ja, mach ich auch. Mein Vater hat immer gesagt, es kommt auf die Details an. Ohne Details funktionieren Sachen nicht. Ja. Von daher passt das auch. Ist es auch dein Anspruch an deine Musik? Absolut. Ich meine, wie viele Songs haben wir am Sampler? 17? 18. Und ich glaube, 18. Ja, mit dem Bonus. Und ich glaube, ich habe zu Hause 400, jetzt, die ich nur letztes Jahr gemacht habe. Yeah. Und ich habe halt nur diese 18 genommen und gesagt, okay, die sind nice. So. Yeah. Warum hast du dich dazu entschieden, dass du eine Maske dir aufsetzt, eine Sturmhaube? Wir haben jetzt gerade so ein lockeres, schönes Gespräch gemacht und
gerade während des Gesprächs mir erst wieder aufgefallen, ey, da sitzt ja einer mit einer Maske vor und du redest ganz normal mit ihm. Ja. Ich habe schon Angst, dass hier meine Nachbarn reingucken und ich denke, ey, was macht ihr da? So richtig so eine Terroransage. Das hat mehrere Gründe. Also Hauptgrund ist eigentlich Privatsphäre, weil ich hab auch meinen Job noch so. Ich habe meine Familie, ich habe meine Frau. Und ich komme halt aus Dortmund und ich will auch in Dortmund bleiben. So, Gott weiß, wohin diese ganze Musikgeschichte geht, aber ich bleibe trotzdem da. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin in 3 Jahren wirklich deutschlandweit berühmt, sondern ich kann mit meiner Frau oder mit meiner Mutter nicht mehr durch die Dortmunder Innenstadt gehen, dann würde ich mich unwohl fühlen, hätte ich ja keine Lust mehr zu. Die Leute in deinem engsten Kreis, wissen sie, dass du Musik machst? Ja, klar. Okay. Also ich meine, wenn jetzt auch einer zu mir kommt und sagt, bist du nicht der und der, ich verheimliche das auch nicht. Mhm. So ist ja nicht so, dass ich mich schäme dafür, so, aber muss nicht an die große Glocke gehängt werden, sag ich so. Wurdest du schon mal geleakt? Nee. Oder hat irgendwer so gecheckt, ey, der und der ist es? Oder wurdest du an deiner Stimme erkannt? Ja, doch, das schon. Ja, das ist heftig, ne? An der Stimme schon. Bei deiner Release-Party war das. Mhm. Da kamen auf einmal 5 Stück und wir standen da mit 6 Mann und diese irgendeiner von denen ist das. Ich höre das. Yeah. Ich hab sofort aufgehört zu reden. Ja. Oder auf Körperstatur. So. Das auch ja, das, ich bin 2 Meter groß. So. Das sieht man in unserem Kreis sehr gut, wer ich bin. Ja, yeah. Das auf jeden Fall. Kommt nicht so schnell einer ran außer Solero. Der ist genauso ein Riese wie ich. Mhm. Und es war auch wichtig mit der Maske so, wir wollten jetzt keine Maske nehmen. Deswegen auch die Sturmhaube, jetzt wie 18 Karat oder sonst was oder irgendwelche Brillanten im Gesicht, hat man Hauptaugenmerk auf die Maske legt. Sondern wir wollten irgendwas Schlichtes, was ganz Einfaches, dass man nicht über die Maske redet, sondern wirklich über den Menschen oder den Rapper, der da drunter steckt. Und es gibt, wenn wir ehrlich sind, es gibt Millionen Maskenrapper zurzeit in Deutschland. Und es ist immer schwierig, wenn man eine Maske aufsetzt. Dann wird man direkt auch wieder abgestempelt. Yeah. Und aber man sollte es respektieren. Jeder sollte respektieren, dass wenn jemand Privatsphäre behalten möchte, dann ist das so. Mhm. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man dann auch nicht Augenmerk auf die Maske legt, sondern wirklich, wer da drin ist. Haben wir, glaube ich, ein halbes Jahr überlegt, was wir machen. Mhm. Weil ich mir nicht sicher war, wie ich das machen soll. Mhm. Ich habe halt nur zu Micky von Anfang an gesagt, so, das ist ein so ein Ding. Ohne das mache ich auch keine Musik. So gibt es für mich keinen Weg dran vorbei. Dann, ich glaube, eben so eine weiße Maske hatten wir am Anfang als Idee im Kopf. Dann habe ich irgendwann gesagt, ich nehme jetzt einfach eine scheiß Sturmhaube. So. Kurz die ich vom letzten Überfall noch im Schrank habe. So, Hauptsache, man reduziert nicht auf die Maske. Das ist halt das Wichtige. Ich finde gut, dass ihr diesen Ansatz gewählt habt, weil dann kann man die Maske mit der Zeit auch austauschen, wenn man keinen Bock mehr auf die hat. Das merkt, ey, ich bin auf einer Live-Show, ich schwitze mich tot bei 40 Grad. Wir probieren mal eine dünnere oder softere Maske oder dann nur bis hier und so. So. Ja. Das habe ich mir auch gedacht. Fand ich bei Genetik früher auch ganz geil. Die haben die auch in jedem Musikvideo gewechselt. Ja, Mann. Wenn du mal einen Song hast, wo das passen würde, dann kann ich es jetzt einfach machen. Ja. Crow macht das ja auch mit den Jahren, dass er die immer so ein bisschen abändert, seine Maske. Die letzte Maske, die er hatte, ist ganz crazy. Ja. Wie bist du auf deinen Namen gekommen? Authentic. Den hat ein Kollege mir gegeben, tatsächlich. Warum? Wir saßen früher und haben Songs geschrieben, vor 6 Jahren oder so. Und ich hatte keinen Namen, den ich nehmen kann. Und dann kommt der um die Ecke mit seiner Bierflasche in der Hand und sagt, nenn dich Authentic. Ich guck den an, ich sag, warum? Sagt, der passt zu deinen Songs. Ich habe noch nicht einen Song von dir gehört, wo du irgendwas erzählst, wo ich selber nicht weiß, dass das stimmt. Mhm. Ich sag, den Namen finde ich nice. Mhm. Dann habe ich den genommen. Yeah. Manchmal ist es wirklich einfacher, als man denkt. Was bedeutet eigentlich dieses Micky? Das haben wir bestimmt schon irgendwann geklärt, aber viele Leute, die das zum ersten Mal jetzt gucken. Also ich war nicht so kreativ wie M.I.K.I. und dann ohne Punkt am Ende. Mich nennen alle Micky. Fast manche meiner engsten Freunde kennen meinen eigenen Namen eigentlich nicht. So wissen gar nicht, wie ich heiße. Okay, bei Wikipedia kann man das lesen. Und, Wikipedia. Genau. Und ich war einfach unkreativ damals. Meine Oma hat mich Micky genannt, die war die erste als Kleinkind schon. Und seitdem zieht sich der Name komplett durch mein Leben. Und ich brauchte damals auch einen Rappernamen. Und ich dachte mir so, ja, was mache ich jetzt? Habe dazwischen Punkte gesetzt. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß nie, wie ich auf diese Idee gekommen bin. Und so ist dieser Name entstanden. Yeah. Einfach M-I-K-I, Micky. Jetzt ist mir eigentlich auch egal, ob ihr Micky sagt, M-I-K-I. Die meisten sagen, Micky reicht. Lass uns auf jeden Fall noch auf deine beiden anderen Signings eingehen. Mhm. Erstmal die Carolina. Warum hast du sie gesigned? Und die Dame hat man schon bei einigen Musikvideos von dir hören können, bestaunen können. Ja, Caro, die kenne ich seitdem die 15 war. Mhm. Das war auch eigentlich, die hatte mich bei Instagram angeschrieben und ich hatte dann ein paar Songs von ihr gesehen, wie sie mit 15 schon gesungen hat und ich dachte mir, krass, da steckt auf jeden Fall mega viel Talent drin. Wie alt ist sie mittlerweile? 21 jetzt. Also 6 Jahre kennt ihr euch. Genau, die war schon damals bei Kurvenmucke 1 drauf, bei Blutiges Geld gegen die WM in Katar, was jetzt aktuell ist übrigens. Mhm.
Und das habe ich 2016 schon gemacht und ist jetzt auf Kurvenmucke 2 auf 4 Songs gewesen. Und danach, wo ich jetzt auch mein eigenes Label eröffnet habe, habe ich da einfach gefragt, eine junge, hübsche, talentierte Sängerin, das passt immer, das ist, bringt auch Abwechslung im Label. Und da habe ich sie gefragt, hast du Lust? Und die war auch sofort hin und weg von der Idee. Mhm. Und so ist dann Carolina zum Aloha-Musik gekommen. Ja. Ich finde, du hast mit dem Signing deutlich gemacht, dass es kein Fußball-Rap-Label ist, sozusagen. Weil den Stempel hat man halt irgendwann bekommen und dann signst du einen Authentic. Ich dachte auch erstmal, okay, so ein Kollege von Ihnen und auch aus dieser Szene machen jetzt zusammen diese Art von Musik und das war ein komplett anderer Sound. Das ist so dieser normale Deutschrap, der gerade angesagt ist. Genau. Das ist ja das, was du machst auf authentische Basis und der Zeitgeist wird auf jeden Fall getroffen. Ja, das ist mir auch wichtig. Ne? Ich werde ja, haben wir beim letzten Interview auch immer als Fußballrapper abgestempelt. Ja. Ich bin auch gerne Fußballrapper, diesen Stempel, den nehme ich auch gerne an. Aber ich will auch den Leuten zeigen, ich kann aber auch mehr. Ich bin mehr als nur dieser Fußballrapper. Und ich denke mal, auf dem Sampler, da werden viele Leute teilweise überrascht sein, teilweise erstaunt auch sein und teilweise werden sie auch vielleicht sagen, nee, ist doch nicht meins, aber dann ist das auch okay, vollkommen okay. Und deswegen habe ich auch Authentic gesigned, weil er ist halt wirklich komplett gar nicht Fußball. Er bringt wirklich nur diese Musik, wie du sagst, diese normale Deutschrap-Musik, die zurzeit ist. Und Carolina halt als Sängerin und Solero auch komplett anders. Mhm. Ich denke, viele werden bei dem Sample jetzt überrascht sein, aber es wird auch schwierig erstmal, dass sie dem Ganzen eine Chance geben. Yeah. Der Solero. Ja. Erklär uns ein bisschen was zu ihm. Wer ist der Herr? Woher kommt der? Wie seid ihr zum Signing zu ihm mit ihm gekommen? Zu Solero sage ich immer, Solero ist ein talentierter Sänger, der gar nicht weiß, wie talentiert er überhaupt ist und oft, zu oft ein Bauer ist. Mhm. Aber ich lieb ihn als Bauer. Yeah. Ja, ist so. Und der hat auf jeden Fall mega Talent, der Junge. Der muss sich halt noch ein bisschen finden, ein bisschen strukturieren. Aber was der drauf hat, da wird man auf den Sampler hören, da wird man auch auf Nasty hören. Kommt am 23.04., da ist das letzte Video vom Sampler. Der Junge hat noch eine Zukunft, Talent, nur er muss es wirklich ausnutzen. Er muss gierig und hungrig sein. Mhm. Solero mit dem Hunger, wie Authentic hat, dann ist noch ganz, ganz, ganz viel möglich bei dem. Was macht ein Malocha aus? Also was muss eine Person haben, um auf deinem Label gesigned zu werden? Eine Person muss hungrig sein, das auf jeden Fall. Und es muss, wie ich gerade schon meinte, es muss menschlich passen. So, ich habe keine Lust auf irgendeinen, der jetzt denkt, er wäre sonst irgendwer, er wäre der überkrasseste sonst was und wird einfach dieses Abgehobene oder sonst was, das wird 0,0 zu Malocha passen. Mhm. Dieses Bodenständige ist wichtig, dieser Hunger ist wichtig, diesen unbedingten Willen ist wichtig und man muss halt wirklich auch für seine Träume kämpfen, das ist wichtig. Lust auch haben und auch Träume haben überhaupt. Yeah. Nicht einfach nur sagen, okay, ich will jetzt vielleicht ein bisschen Spaß haben, vielleicht nicht. Nein, weil ich kämpfe auch schon seit, ich glaube jetzt 13 Jahre mache ich Musik. Ich kämpfe seit 6 Jahren quasi, um irgendwo ein bisschen Stempel zu kriegen. Yeah. Und wir haben uns vorhin auch noch über unser erstes Interview unterhalten. Das haben wir vor 6 Jahren gemacht, 2015. Genau. Das war irgendwo in Bochum, in so einem Köfteladen. Genau. Und dann dachte ich mir auch, Alter, wie schnell die Zeit vergeht, Alter. Hammer, ja. So schnell vergeht das Leben. Ja, das ist ein Sprichwort bei uns. Voll. Und das sind für mich Malocha oder deswegen. Aber ich habe ja auch, ich sag mal so, dieser Titel Malocha ist ja nicht entstanden eigentlich, weil ich ein Malocha war. Yeah. Weil mein erstes Album hieß Malocha Sohn, das war eigentlich meinem Vater gewidmet. Yeah. Also er ist so ein unendlicher Malocha. Und das ist auch mein einziges Vorbild, was ich wirklich habe. Und er hat mir immer gezeigt, Micky, arbeite Malocha, mach was für das. Und so anders wirst du nie im Leben verdienen, sondern du musst wirklich dafür richtig Malochen. Was sagt er zu deiner Musik? Wie findet er das? Real Talk. So von wegen, was machst du da eigentlich, Junge? Ja, oft, sagt er. Aber mein Vater ist auch so ein Mensch, der findet nicht alles gut, was ich mache. Aber jetzt haben wir zum Beispiel unser zweites Video gedreht, schon lange tot. Da haben wir einfach mal in 5 Tagen in einer Lagerhalle ein komplettes Wohnzimmer nachgebaut, grundsaniert, haben Wände hochgezogen, haben da... Ich habe da wirklich eine Frage zu gehabt. Wie habt ihr das Wasser da reinbekommen? Ihr habt die Wohnung auseinandergenommen, wenn es eine Wohnung gewesen wäre. Ja, nee, wir haben das nachgebaut. Okay, krass. Wir haben eine Kulisse. Wir haben da wirklich wie so ein Schwimmbad dann quasi ein Fundament reingehauen und haben dadurch, also wir haben quasi ein Schwimmbad in diese Wohnung gebaut. Mhm. Und so haben wir das Wasser da reingekriegt und da war mein Vater von 4 Tage lang von morgens bis abends nur damit beschäftigt und hat eigentlich quasi fast im Alleingang dieses Projekt bewältigt und natürlich haben wir geholfen, so wie wir konnten. Yeah.
Und da natürlich mein Vater, da hat man auch gesehen, Malocha ohne Ende, hat alles gegeben. Und da, so, bei sowas gibt er dann auch 1000% für mich. Auch wenn er jetzt sagt, boah, du Idiot, was musst du wieder deine Fresse aufmachen beim Anti-AB-Ding oder was machst du da wieder für eine Scheiße. Aber der weiß auch, ich bin so und man kann mich nicht verändern. Ich finde, von den Releases bis dato war das das stärkste Ding bei dir auf dem Kanal, was ich gehört habe. Schon lange tot. Warum habt ihr so einen Song gemacht? Weil ich finde, das so repräsentiert jetzt nicht so deine Art von Musik, die du davor gemacht hast. Oder von euch. Ja, auf Kurvenmucke nicht, sag ich jetzt mal. Aber wenn man so die komplett alten Songs, also ich habe zwischendurch immer solche Musik gemacht. So, weißt du, so ich habe, klar, diese Kurvenmucke-Dinger, diese Fußballlieder wurden immer mehr angenommen oder mehr gehört als die anderen. Aber eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel diese Potblang-EP mal hört oder Potblang allgemein, das Album mit Retze damals zusammen. Das hat so ein bisschen diesen Eminem-Touch, dieser Song. So. Ja, sollte auch quasi so, es sollte halt mal nachdenklich sein, ein bisschen melancholischer, ein bisschen, und ich finde auch einfach mega krass, wie er diesen Vibe, da merkt man auch, er kann nicht nur rappen, sondern er bringt auch, er schafft es auch ein paar Töne zu treffen. Und dieser Vibe, der sollte auf jeden Fall da sein. Yeah. Ich denke, der ist uns auch ganz gut gelungen. Ich denke auch, der ist für uns einer der stärksten Songs, die wir gemacht haben. Wenn nicht der Beste auf dem Sample auf jeden Fall. Ja. Hast du dich ein Stück weit festgefahren gefühlt von außen, da du, wir haben vorhin schon über dieses ganze Fußballthema geredet, dass du auch jetzt mal ein, wie sagt man, so einen Kontrapunkt gesetzt hast und gesagt hast, ey, auf diesem Sampler werde ich keine Fußballmusik machen und zeige euch meine Skills? Ich sag mal so, einen Fußballbezug habe ich immer irgendwo ein bisschen. So, weißt du, man hat bei Fokussiert zum Beispiel gesehen, da habe ich auch so ein paar Fußball-Lines, so, jetzt kommt mein Talent wie Moukoko und so. Und das werde ich auch immer haben. So. Aber natürlich, wie du sagst, möchte man natürlich auch den Leuten zeigen, hey, ich bin aber nicht nur Fußball, ich kann auch was anderes ab und zu mal. Nur wie gesagt, man muss halt die Chance kriegen. Euer erstes Musikvideo, was ihr zusammen Release habt, zu dieser Promophase war Asche und Staub und Fokussiert. Das war ein Split-Video. Erstmal, wie waren die Dreharbeiten dazu? Weil ich habe gesehen, das Ding ist aufwendig und ihr habt viele schwere Jungs da im Video drin gehabt. Ja. Wie waren die Dreharbeiten? Komm, authentisch. Entspannt. Also, was heißt entspannt? Anstrengend. Waren, ich glaube, 17 Stunden am Stück, weil wir fast alles an einem Tag gedreht haben. So, weil, weiß ich nicht, ich habe Miki gesagt und Miki war der gleichen Meinung, so, wir können dann nicht mittendrin aufhören und sagen, wir machen morgen weiter, sondern wir müssen das dann fertig haben. Und dann haben wir noch einen zweiten Tag drangehangen, hier die ganzen Szenen mit den Autos, die da gefahren sind und so, die haben wir noch drangehangen. Aber an sich war es eigentlich entspannt, außer dass es halt lang und anstrengend war. Aber man macht es ja, weil man es liebt, so, dann kann es noch so anstrengend sein, das juckt ja nicht. Also es war auch das erste Video, was wir jetzt mit Authentic Pictures gemacht haben. Also ich finde, man sieht halt auch, dass diese Entwicklung da ist, vom Kurvenmucke-Videos zu den jetzigen Videos. Da ist auch ein Goldgriff ohne Ende, schöne Grüße an Arthur auf jeden Fall auch. Und bringt auch viele Ideen rein, auch mit der Wohnung. So, er sagt, so können wir nicht eine Wohnung unter Wasser setzen? So, und wir sagen so, okay, wir sind verrückt und denken so, ja, okay, wir machen das mal einfach. Ne? Und bei dem Video war das die erste Zusammenarbeit. Es hat auch mega Bock gemacht, war auch extrem anstrengend. Wir hatten auch mega die Probleme mit dem Equipment, weil wir hatten eigentlich so Flammenwerfer noch da gehabt. Die sieht man auch im Video, aber die haben nicht funktioniert, wie es funktionieren sollte. Nee. Und es ist halt so dieses Übliche, was passiert dann halt. Und zu den schweren Jungs nochmal auf jeden Fall. Ja, da sind auf jeden Fall alles auch Kumpel. Da werde ich auch oft angesprochen wegen Bandidos. Wie tief ist jetzt da drin? Wie gehören die zu mir? Und sonst gab es einige Schlagzeilen rund um dieses Thema, weil voll viele Leute haben halt geschrieben, okay, Miki hat sich jetzt sozusagen den Authentic gesigned und der Authentic ist ein Bandido. Ja, habe ich mir gedacht, dass so was viel kommt. Ja. Auch wegen dem Song jetzt Bandit, der heißt. Also er ist nirgendwo in der Rockergruppe drin oder sonst was. Ich habe schon jahrelang Kontakt zu denen, habe viele Freunde da, aber ist jetzt auch nicht, dass ich irgendwo da drin bin, sondern bin wirklich befreundet und man hilft sich gegenseitig, wenn sowas ist und so, und ist nicht mehr und auch nicht weniger. Ja, yeah, korrekt. Genau. Und in Dortmund sind die Jungs ja auch stark vertreten. Komplett, Ruhrpott ist halt, ne? Ja, okay, es gibt halt auch Städte wie Duisburg und so, wo ein bisschen geteilt ist, aber gerade hier Herne, Dortmund, ist sehr viel mit denen. Auch schöne Grüße an euch. Ja. Yeah. Ist ja auch immer schön, wenn man viele Leute bei sich im Video drin hat. Definitiv. Und ein bisschen was zeigen kann. Definitiv. Der nächste Song, Bandit, das wäre natürlich so die Übergangsfrage gewesen. So, ey, hier dieses Thema und warum den Titel gewählt. Das ist ein Song von dir. Ja. Der Sound trifft auf jeden Fall den Zeitgeist. Dankeschön.
Was für andere Mucke hörst du zurzeit und wo lässt du dich inspirieren, dass du sagst, ey, ich will genau diesen Sound kreieren? Das ist schwierig, weil, wenn ich ehrlich bin, höre ich seit 6-7 Monaten, glaube ich, fast gar keine Musik mehr. Außer das, was wir machen. Aber auch, weil ich 24 Stunden damit beschäftigt bin. Weil, wie er auch schon gesagt hat, ich habe ja auch am ganzen Sampler Mix und Master mitgemacht. Yeah. Heißt, wenn ich nicht im Studio war und Songs aufgenommen habe, saß ich bei mir zu Hause im Studio und habe die Songs abgemischt. Mhm. So zum Teil. Und irgendwann hast du keine Lust mehr, Musik zu hören. Safe. Und voll viele Leute lassen bewusst fremde Musik weg, damit sie nicht, damit sie halt nichts biten. Weil unterbewusst passiert da immer mal was, dass man irgendeinen Reim und dann denkt man sich, ey shit, und im Nachhinein sagt man, ey, du hast jetzt Kurvenmucke auf das und das gerimt, und das habe ich ja schon gemacht und so. Wobei ich aber sagen muss, wenn ich die Zeit habe oder den Kopf dafür habe, ich höre mir jeden Freitag an, was rausgekommen ist, aber ich habe tatsächlich jetzt nichts, wo ich sage, so, das ist so mein Ding, was ich höre, um zu wissen, was für eine Musik ich machen will. Yeah. So, ich mache einfach, Bandit zum Beispiel ist entstanden, weil Santi, unser Produzent, meinte, die Hook, ich habe den Beat gehört zu Hause, habe so eine Hook vor mich hingesungen, habe ihm das geschickt und der hat mich dann einfach im Studio 2 Stunden belabert und hat gesagt, mach daraus einen Song, sonst wäre das wahrscheinlich nie ein Song geworden. Kein Rap-Song, sondern so wie... Ja, genau. Er meinte, versuch mal anders, so, du rappst immer, das ist viele Wörter, sehr schnell, schwierig zu verstehen, manchmal schwer einfach für den Kopf zum Hören, auch teilweise Songs. Meinte, mach mal was Ruhiges, was man so nebenbei auch laufen lassen kann, das kommt bestimmt geil und so ist der einfach entstanden. Yeah. Sind es wahre Stories, über die du dort rappst? 100%, sonst will ich keine Musik machen. Also das ist so das Einzige, was mir wirklich wichtig ist. Wie findest du die Art von Musik, die authentisch macht, als Labelchef? Ich feiere die, sonst hätte ich ihn auch nicht gesigned, sage ich jetzt mal. Also ich höre auch privat manchmal so Songs in dieser Art. Also klar, ich bin, wenn ich mich jetzt als Rapper sehe, ich bin noch mehr so dieser Oldschool. Aber ich habe auch jetzt auf dem Sampler mich ein bisschen ausprobiert, sag ich mal. Ein paar neue Variationen auch getestet. Hat mir Spaß gemacht. Eigentlich haben wir uns auch kennengelernt, da ich diesen Abend einen Song in der Art gemacht habe, was komplett Neues, bevor er schon da war. Also wenn du einen Fußballsong gemacht hättest, hätte ich nichts gemacht. Ja, ich hoffe, ich hätte da, ja genau. Ja, ist halt wirklich so. Und ich hatte den Abend, wie gesagt, so was ausprobiert schon. Und ja, ich feiere die Musik, ich feiere die mega. Ich feiere auch seine Variation einfach, dass er komplett alle Facetten hat. Weil bei ihm ist das Geile auch, er hat jetzt Bandit rausgebracht. Und jetzt nächste Woche kommt das erste Video mit Caro. Und das heißt Für immer weg. Und das wird jetzt so ein Love-Ding so. Und auf einmal sehen sie den Authentic mit Maske in einem Love-Ding. Und für mich einer der krassesten Parts auf diesem Sampler einfach. Da zeigt er auch, dass er sogar sowas drauf hat. Und für mich ist auch das wichtig gewesen, dass ein Sampler muss für mich sowas zeigen. Er muss irgendwie keinen roten Faden haben und eine Struktur, sondern er muss einfach von jedem Künstler zeigen, was seine Stärken sind und wie viele Facetten. Sampler muss einfach verschiedene Facetten haben und wirklich kreuz und quer einfach zeigen, in jede Richtung zeigen, was man so quasi als Crew drauf hat. Safe, hundertprozentig. Vorhin habt ihr etwas von einem SEK-Einsatz geredet, das aufgrund eines Musikvideos von euch, ich weiß nicht mehr genau, welches es war, es war bei Bandit, irgendwie AKs und so wurden da gezeigt und daraufhin wurden Wohnungen gestürmt. Ja. Was ist da genau passiert? Und ist das schon publik geworden? Weil es ja mittlerweile, es passiert öfter mal und man muss da wirklich aufpassen, was man in Musikvideos zeigt. Und ihr habt euch da auch nicht zurückgehalten, also ihr habt schon ein bisschen aufgefahren, ja, was soll ich sagen? Ja, das war halt der Perfektionismus wieder. Aber es ging ja nicht mal wirklich um das Video. Ja. Es ging um eine Instagram-Story mit einem Bild. Mhm. So, und da hatte... Aber was ist da genau passiert? Das ist einem Freund von uns passiert. Mhm. Der hat einfach ein Foto gepostet, wo er die AK in der Hand hat und vor einem Polizeiauto steht. So, und die Polizei hatte wohl in dem Moment nichts Besseres zu tun, als auf Instagram Stories durchzugucken. Das lassen sich die Jungs auch nicht entgehen, so. So. Jetzt können wir zuschlagen. Ja, dann, als wenn wir auch GTA Dortmund sind und dann ein Bullenauto geklaut haben und dann vor dem Bullenauto noch posieren würde mit einer echten Waffe. Irgendwann denke ich mir so, was, wo seid ihr? Seid ihr irgendwo in Amerika oder was? Klar, wir sind alle, wir haben auch einen Freundeskreis, wir sind alle keine unbeschriebenen Blätter. Natürlich nicht. So, und wir haben aber den Tag sogar alles angemeldet. Wir haben bei der Polizei angerufen, wir haben die AKs angemeldet, wir haben alles gemacht, alles nach müssen wir sind ein Label, wir werden super geführt, alles.
So, und wir haben bei der Polizei Bochum und bei der Polizei Herne, dort haben wir das angemeldet, weil wir dort gedreht haben alles. Wir haben ja Schauspieler Bullen gehabt da aus Köln, die auch bei ZDF zu sehen sind und alles so. Also wir haben das sind auch echte Bullen, ne? Ja, das, aber die waren mal früher, die sind jetzt halt nur noch machen so weit. Und komplett alles und dann wird eine Bude gestürmt mit Blendgranaten und komplett was. Die suchen doch nur so ein Haar im Heuhaufen, oder wie nennt man das? Egal, scheißegal, um irgendwie eine Bude zu stürmen. Und ist einfach für mich, ich kriege das in meine Birne nicht rein. Die haben auch einen Schaden hinterlassen, die Tür ist komplett demoliert, die haben da alles durchforstet, kurz und klein geschlagen, Möbel sind im Arsch gegangen und alles. Also komplett schwachsinnig, weil wenn das angemeldet wurde, Leute, was wollt ihr denn noch, ja? Das ist es ja. Und deswegen auch, wir werden jetzt auch einen kleinen Spendenaufruf in die Welt setzen, weil es für ihn halt kacke. Er war, hat uns geholfen beim Dreh, 17 Stunden hat da komplett gehangen und jetzt durch so eine Kacke ist so ein komplett die Tür ist im Arsch. Der Mann braucht auf jeden Fall eine neue Tür. Der braucht eine Tür, der braucht ein paar neue Möbel und so. Da haben wir gesagt, da halten, auch alles auseinander. Ja, da haben wir gesagt, da halten wir auf jeden Fall zusammen. Da werden wir auch ihm ein bisschen helfen. Yeah. Mask Off, Story 1. Was habt ihr da genau für ein Format vor? Da rappst du ein Part sozusagen. Ist das sozusagen eine Serie, wo du mehrere Sachen machst? Und ist das auch mit auf dem Sampler drauf? Also auf dem Sampler ist das nicht drauf. Mhm. Das sind einfach, wie soll ich das erklären? Ich hab zu Hause, ich mache halt jeden Tag Musik. So, wir haben halt unser großes Malocha-Studio in Bochum. Dann habe ich zu Hause noch ein eigenes Studio, dass ich einfach rund um die Uhr was machen kann. Yeah. Und ich habe so viele Songs zu Hause, wo ich mir bei manchen einfach denke, so, die müssen raus, aber die passen nirgendwo hin. So, die passen nicht auf ein Album, die passen nicht auf den Sampler, die kannst du nicht einfach so raushauen, weil das macht auch keinen Sinn. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache einfach so eine Instagram-YouTube-Reihe, einfach nur für die Songs so. Und habe dann auf Instagram sogar eine Umfrage gestartet, wie man das nennen soll, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich das nennen soll. Also ich bin absolut unkreativ, was sowas angeht. Ich glaube, nach 5 Tagen Abstimmung kam dann Mask Off bei raus, also der Name. Und im Endeffekt sind das einfach nur Songs, so wenn ich was zu sagen habe, dann nehme ich die auf, mache dazu ein kleines Video und hau die einfach raus. Mhm. So, und je nachdem, wie viele das am Ende des Jahres sind, wird das bei Spotify als eine EP gelistet, damit man die alle auf einmal hat und dann ist gut. Okay, cooles Konzept auf jeden Fall. Einfach nur, um loszuwerden, was man sagen will, weil dafür macht man Musik am Ende des Tages. Ja. Um den Menschen unter der Maske noch ein bisschen kennenzulernen. Yeah. Ja, jetzt der Erste, der war ja ein bisschen nach vorne, aber da kann auch mal was Ruhigeres kommen. Es passiert ja wirklich öfter so, dass man sich mit seiner Kunst zurückhalten muss, weil man Release-Pläne einhalten muss und hier erstmal an Spotify schicken und dann erst am Freitag. Und dann muss man sich als Künstler wirklich die Freiheit nehmen und sagen, ey, scheiß drauf, ich mache dann halt so ein Facebook-Ding oder YouTube-Ding oder TikTok-Ding und release es dann, wenn ich Bock drauf habe. Genau dafür ist das. Und du meinst ja vorhin auch so der Hunger, dies, das, dass man so ein bisschen... Ja, und das kommt von ihm. Man darf ja auch nicht bremsen, so mach genau, Junge. Das kommt auch von ihm alleine. Er sagt mir dann, ich will sowas machen. Ich gehe nicht zu ihm hin und sage, hey, du musst jetzt eine Mask-Off-Serie machen oder sonst irgendwas. Yeah. Nein, sowas kommt alles von ihm und der hat Bock. Er fragt mich auch, sollen wir das jetzt machen? Können wir das jetzt? Sollen wir das jetzt machen? Das ist einfach das Geile und das Gute an Authentic und deswegen bin ich auch so froh. Ja, Mann. Was haben wir alles auf dem Sampler zu erwarten? Auf dem Sampler ist eine komplett bunte Mischung. Also wie gesagt, ihr habt jetzt schon bei den Videos gesehen, es ist eine komplett bunte Mischung. Das erste war mehr Straße, mehr Represent. Das zweite war jetzt nachdenklich, melancholisch. Dritte ist jetzt Bandit, dieses modernere, jetzt kommt ein Love-Song. Und der letzte, das wird so ein Drill-Ding. Ja. Komplett, so was auch mega modern ist, aber man merkt halt auch immer noch diese Oldschool-Einflüsse von mir. Und er zeigt auch nochmal, wie er rappen kann, wie er flexen kann einfach. Und der Sampler, der hat alles. Ein Song zum Beispiel ist da drauf, da geht es über Disney-Figuren. Also natürlich jetzt nicht, wie ihr da denkt, aber jetzt haben wir so gesagt, so, boah, guck mal, wir haben damals nur falsche Vorbilder gehabt. So Popeye war schon tätowiert und Pac-Man hat nur Pillen gefressen. Mhm. Und diese Thematik haben wir analysiert. Und es ist alles drauf. Querbeet von Gangster hin bis zur Straße, bis hin zu Love-Song, bis hin zu melancholisch. Mhm. Also wirklich von vorne bis hinten. Definitiv alles. Und ich hoffe, die Leute geben das auch eine Chance. Mhm. Da haben sie alle Facetten und dann können sie sich entscheiden, geben wir dem eine Chance oder ist das nichts für uns? Oder ist nur Fußball was für uns oder ist sowas auch was für uns? Wie haben deine Fans auf diese neue Art von Musik reagiert? Ja, ich sag mal so, also ich bin auf jeden Fall positiv überrascht. Ich dachte, da kommt mehr teilweise, dass die sagen, boah, das ist uns jetzt doch zu modern oder das ist jetzt Autotune oder sonst irgendwas. Mhm. Und ich denke aber auch meine Fans, wir haben die verrücktesten Fans, die es überhaupt gibt. Wir haben so eine eingeschworene Einheit. Und wenn man denen sagt, gib denen noch mal bitte eine Chance, geben sie eine Chance. Und viele konnte man überzeugen.
Und natürlich gibt es immer den alteingesessenen Menschen, der da, bei mir steht ja auch vom Konzert der 48-jährige Uwe mit dem 13-jährigen Mehmet, sag ich jetzt mal nebeneinander. Ja. Und natürlich gefällt es nicht jedem, aber man kann auch keine Musik aufzwingen. So, keiner, der jetzt Mickey feiert seit Jahren, kann man jetzt sagen, du musst jetzt auch Authentic feiern. Ja, ist nicht. So, die Leute, die man überzeugen kann, die überzeugt man. Mhm. Hat man viele auch überzeugt, sieht man auch an den Daumen hoch und Daumen runter bei YouTube. Das ist alles durchweg positiv. Mhm. Natürlich gibt es ein paar. Und Authentic ist ja jetzt jemand, da kann man noch andere, sag ich, die vielleicht mit mir nichts anfangen können. Die sagen, ey, der ist nur ein Fußballaffe, so, der, weißt du? Da kann man jetzt wieder Authentic, wo er dann vielleicht wieder Leute rüberholt und sagt, ey, das ist ja auch moderne Musik, die gefällt mir. Und dann, ey, der Mickey kann ja vielleicht sogar auch so weit, so. Und das so, ist halt so ein Spagat dazwischen. Safe, 100%. Hoffentlich. Komplett, ja. Und ich finde auch, diesen Step musstest du gehen, so dass man sagt, okay, ich riskiere jetzt sozusagen meine etablierte Karriere und öffne mich der Musik. Und wir probieren mehr aus. Ich habe 3 Leute gesigned. Ja, ich finde es auch der richtige Weg. Hoffentlich erkennen die irgendwann mal, was du eigentlich kannst. Also Mickey sagt ja immer, er setzt sich diesen Fußballstempel gerne auf. Ich sage immer, ich hasse, dass du diesen Fußballstempel hast, weil er so viel mehr kann. Also für mich ist er einer von den besten 10 Rappern in ganz Deutschland. Also wirklich Rappern, Musikern. So, und ich persönlich kann mit seiner Fußballmusik gar nichts anfangen. Das nimmt er mir halt auch nicht übel, weil ich mit Fußball nichts anfangen kann. Yeah. So, aber der kann so musikalisch auch sein. Und der kann auch bringen jeden, den du willst, gefühlt, der rappt dir in Grund und Boden, wenn er muss. So, hoffentlich erkennt man das endlich mal. Wie sah die Produktionsphase aus zu dem Sampler? Was habt ihr alles gemacht? Lustig. Also ich muss auch sagen, das war die schönste Produktionsphase, die ich mein Leben lang hatte. Okay. Einfach nur, weil es ein komplett anderes Arbeiten ist, wenn du dein eigenes Studio hast, wenn du machen kannst, wann du willst, wie du willst. Wir saßen, wir einfach haben uns getroffen, wollten keine Lieder machen, da sind Lieder entstanden. Wir wollten mal Lieder machen, da sind keine Lieder entstanden, weil es einfach ein lustiger Abend war. Und wenn du das so machen kannst, dann hast du alles, was du brauchst als Musiker. Ja. So, an meine anderen Produktionsphasen von allen Alben vor, da hast du deinen Text geschrieben zu Hause, bist irgendwo ins Studio gegangen und du musstest abliefern. Du musstest dann quasi wie am, weiß ich nicht, Fließband. Fließband, genau, danke. Ja. So abliefern. Und diesmal war das komplett entspannt. Und ich denke mal, deswegen, ich sag auch, das ist das stärkste Album, was jemals musikalisch kam von uns. Mhm. Definitiv. Ich weiß nicht, wie das bei dir vorher war, aber so Sachen wie Schon lange tot wären ohne eigenes Studio nicht entstanden. Mhm. Das war 4:30 morgens. So. Ja. Ich finde es auch gut, dass man sich diese Freiheit nehmen kann als Musiker, dass man sagt, ey, ich nehme dann auf, wann ich will. Und nicht so dieses Fließbandartige, dass man in ein Studio hingehen muss und dann noch so ein Produzent sitzt, so der Huni in der Stunde bekommt und einmal nur auf Rekord drückt und sagt, ja, verpiss euch wieder. 3 Stunden vorbei, so, ich muss nach Hause. Ja. So was man, also ich persönlich sehr zu schätzen weiß. Mich so gucke, ne, andere Leute so in, ich sag mal, in meiner Position, mit denen ich auch zu tun habe. So, die müssen dann dahin gehen und bezahlen und müssen dann das machen. Wenn das nichts wird, ist rausgeworfenes Geld. Ja. So, ich kann einfach, ich habe meinen eigenen Schlüssel, ich kann da reingehen, ich kann abschließen, da kommt keiner rein und ich kann da 3 Tage bleiben, wenn ich lustig bin. Oft fühlt man sich auch unwohl, wenn man in irgendwelchen Studios ist und dann zum Beispiel einen emotionalen Song da einrappen will und dann sitzen da so 3 Leute noch irgendwo im Hintergrund, dann denkt man sich so, scheiße, also, muss eigentlich nicht sein. Also bei mir war die größte Katastrophe, ich habe meinen Song in Dortmund im Studio aufgenommen. Und der hat nach Stunden bezahlt und der hat immer extra gesagt, boah, das ist schlecht, mach mal nochmal. Nee, da hast du komisch geatmet, mach mal nochmal. Ey, der hat das so in die Länge gezogen, wo ich mir denke, oh, danke schön, ne? Aber so, und ich brauche den eigentlich nie lange, um aufzunehmen. So, ich bin einer, der ruckzuck ist so ein Song eigentlich bei mir aufgenommen. Und da ist schon. Und bei uns, wir vermieten ja quasi das Studio auf, das heißt vermieten, wir bieten auch Produktion an. Ich denke mal, wir sind da auch ganz entspannt und wir vermieten. Wie heißt euer Studio? Malocha Musik. Ist in Bochum. Jetzt zur Zeit Corona ist natürlich alles schwer mit den Auflagen und alles. Aber bald, sobald alles vorbei ist, dann werden wir auch ganz normal weiter da anbieten, Mix, Master aufnehmen. Mhm. Alles drum und dran. Ja, sehr geil auf jeden Fall. Thematisch, wir sind schon ein bisschen drauf eingegangen, aber was für Facetten hat der Sampler? Was würdest du sagen? Ich glaube alle. Also wirklich alle. Also da kannst du von der untersten Straße bis hin zu irgendwelchen Partybeats ist da irgendwie alles bei. Das Ding ist auch einfach bei dem Sampler jetzt, das Wichtigste war für uns, dass wir die Texte, die wir alle haben, dass es alles real ist. Mhm. Also ich habe mich ja zum Beispiel mit ganz viel zurückgehalten in meiner letzten Zeit,
So, aber ich habe auch meine Sachen erlebt. So. Mhm. Und wie du auch gerade sagtest, mit irgendwelchen bösen Jungs und alles. So, ich habe auch meine Geschichten, nur ich habe die noch nie so wirklich thematisiert. Mhm. So, aber ich habe ihm auch gesagt, wichtig ist, wenn wir jetzt was machen, auch ein Song, der heißt zum Beispiel Kriminell, ist da drauf, vom Sampler, aber dann nur wirklich über Storys und alles, was auch passiert ist oder wo es echt ist. Mhm. So, und wie er sagt, die Facetten, die sind von Love. Ich habe einen Song, der heißt Piratenschiff, da rappe ich über ein Piratenschiff, was eigentlich ein Love-Song ist. So. So, es gibt ja, ganz geil. viele, wie ich sagte, mit den Disney-Figuren, mit dem Piratenschiff, mit Caro was. Und Caro zum Beispiel mal ein bisschen frecher auch mal in diesem modernen Style, den kennt auch keiner Caro. Caro kennt alle von Blockblume, die süße Blockblume von dem an. Mhm. Auf einmal macht die jetzt einen Song, der heißt Gang Gang. Mhm. So, eine komplett andere Caro. Habe ich sie alle verdorben. Ja. Singt sie nur oder rappt sie dann auch? Nee, sie singt. Okay. Sie singt. Ich hatte einfach Lust, die alle anderen mal auf meine Beats zu packen. Mhm. Weil die machen alle andere Musik als ich. Also wirklich, Solero ist so einer, den könntest du im Radio laufen lassen mit seiner Musik. Caro ist halt, wie er sagt, die süße Blockblume-Sängerin. Mhm. So, Miki ist halt Miki. Aber keiner hat Miki auf einem Drillbeat gehört. Mhm. Bis ich gesagt habe, lass das mal machen. Und das ist krass. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was da noch kommen wird. Was für externe Features habt ihr mit drauf? Gar nichts. Also nur ihr vier, Malocha Musik, komplett. Ist auch so ein Teil der kleinen Malocha-Musikgeschichte. Mhm. Ne? Ist der erste Sampler, erste Album, dann natürlich nur wir. Genau. Boxinhalt. Ihr seid einer der wenigen, die noch Boxen produzieren. Mhm. Was ist da alles mit drin? Also was kann man bis dato alles verraten? Also wir haben da ein T-Shirt drin, also quasi unser erstes. Wir haben lange überlegt, so weißt du, aber dann haben wir uns gedacht, so unser erster Sampler, es sind noch nicht so viele Leute mit Malocha-Musikklamotten. Und deswegen haben wir uns auf... Ich habe ja auch einen Hoodie. Genau. Leider auch nicht an, nächstes Mal dann. Genau, und es gibt halt noch nicht so viele. Und wenn wir dann die Boxen produzieren, dann können wir das auch ins Land tragen, dieses Malocha. Wir sind alle Malocha-Musik, deswegen haben wir uns auch für das T-Shirt erstmal entschieden. Einfach mal so ein Crew-T-Shirt, Malocha-Musik. Dann haben wir da eine Autogrammkarte, wie normal, Poster mit uns, dann haben wir ein schönes Shooting gehabt. Nochmal Dank an Tunic dafür. Und der letzte Inhalt, ich weiß nicht, wann das Interview kommt, aber ich denke mal, da können wir verraten hier, das wird eine Fahne sein. Ja, diese Fahne, die wir in allen Videos extra eingebaut haben. Also man sieht es in Fokussiert, sieht man das in Bandit-Video, überall hängt die. Also quasi jeder hätte darauf aufmerksam. Sobald die Stadien wieder freigegeben werden, dann bin ich mal gespannt, ob da 3-4 Leute irgendwo also in der Ecke das Ding schmecken. Wir haben eine Umfrage auch gemacht am Anfang vom Sampler, was sich die Leute so wünschen würden. So, wir sind ja immer eng mit unseren Supportern, ich sag so ungern Fans, mehr Supporter, verbunden und die Fahne, die war ganz weit safe. Oben. Liegt irgendwie auf der Hand. Ja, hatten alle Bock gehabt. Und die deswegen, war sogar komplett oben. Ne? Also was uns auch noch wichtig war halt, dass wir die Box ziemlich vom Preis her noch gering gestalten können. Mit 34,99 ist das auf jeden Fall ein komplett fairer Preis. Man denkt, dass das T-Shirt schon für 19 Euro weggeht, die Fahne geht teilweise für 15 Euro weg. Da sind 18 Songs drauf, viele Rapper machen irgendwas mit 12 Songs. Mhm. Das ist auf jeden Fall alles einen Gewinn gemacht, sag ich mal, wenn ihr die Box holt. Ja, auf jeden Fall alle Links unten in der Videobeschreibung, meine lieben Freunde. Also wir haben dieses ganze Fußballthema komplett ausgeblendet. Ich glaube, jetzt kann sich Authentik auch ein bisschen ausklinken. Lass uns ein bisschen über Fußball reden. Was geht beim BVB? Was läuft zurzeit? Fußballtechnisch läuft gerade nicht viel. Ne? Es ist immer noch Katastrophe, Corona, keiner kann ins Stadion. Ja. Jetzt kommen wir auch vielleicht wieder ins Pokalfinale, wo ich mir denke, so, boah, wow, so weißt du. Das ist einfach alles anders. So. Klar, du bist im Finale, aber du kannst das nicht feiern, du kannst nicht mit deinen Jungs dahin fahren, du kannst nicht in der Stadt sein, mitten und alles, das ist komplett einfach anders. Was auch noch zur Zeit ist, ist mit der WM in Katar, das ist auch, jetzt macht die deutsche Nationalmannschaft auf einmal auf Human Rights und sonst irgendwas, ziehen da T-Shirts an und denken so, jetzt ist alles wieder cool. Nein, fahr zu dieser scheiß WM einfach nicht hin, dann setzt dir ein Zeichen, dann ist wirklich alles cool. Mhm. Da sterben Menschen. Nur damit irgendwelche Leute da in klimatisierten Fußballstadien spielen dürfen, sterben da Menschen. Jetzt ziehen sie ein T-Shirt an und schreiben irgendwas von Human Rights und denken, oh, jetzt ist alles wieder gut. Jetzt haben wir einmal gezeigt, wir sind dagegen, wir finden das nicht cool, aber jetzt ist alles wieder gut. Nein, ist es nicht. Aber ich denke mal, da können wir leider nichts machen. Das ist mittlerweile so alles geworden. Wenn jetzt so ein Ronaldo, so ein Messi oder so sagen würden, hey, wir zocken da nicht, wir setzen mal hier wirklich ein Zeichen, aber ich denke mal, da hat keiner die Eier dafür. Ich bin sehr gespannt, was da passieren wird. Ich glaube, irgendwie die schwedische Mannschaft oder so Norwegen war das, wollen da jetzt wirklich ein Zeichen setzen. Ja. Norwegen auch mit Haaland. Mal gucken, was er da macht. Das Gute ist ja, die haben jetzt die ersten beiden Spiele, okay, das erste gewonnen, aber gegen Türkei 3-0 verloren. Mhm.
Die werden sie gar nicht qualifizieren. Ich denke mal, die müssen sich gar kein Dings. Wahrscheinlich werden die jetzt nicht richtig nochmal was, aber die würden sich gar nicht qualifizieren. Aber da ist auch ein kleines Land. Das müssen, das müssen die Großen. Das muss Frankreich, England, Spanien. Und so ich würde doch persönlich dieses Land gar nicht abstrafen, sondern so die FIFA. So, ja, was macht komplett, ihr da? Komplett. Ihr baut da irgendwo Stadien hin, wo nicht mal Fußball richtig gespielt wird und probiert da künstlich etwas so aufzuzüchten. Da hungern so viele Menschen. Das ist, aber der Spagat wird da immer größer beim Fußball. Da hungern so viele Menschen, da sterben Menschen dafür. Ja. Und da sollen wir eine Party feiern, da sollen wir allerdings. Das ist, klar gibt es das überall. Ein Kumpel zu mir sagte, warum setzt du dich dann nicht für irgendwelche T-Shirt-Druckereien in Indien ein oder sonst was? Da sterben auch Menschen. Oder das, warum machst du nicht das? Da sage ich, nicht jeder Einzelne kann die Welt retten. Wir können uns nicht für tausend verschiedene Sachen einsetzen. Aber Fußball ist mein Leben. Und das passiert gerade beim Fußball. Deswegen setze ich mich gerade dafür ein. Ich kann mich nicht an jeder Ecke für irgendwas einsetzen. Dann dürften wir teilweise nichts mehr anziehen. Dann dürfen wir, klar, hast du recht. Aber gerade passiert es halt beim Fußball. Und vielleicht kann man da ein bisschen was machen. Dann versucht man sich dafür einzusetzen. Und ich habe schon 2016 gemacht, da kam schon mein Song. Da hat noch keiner darüber gesprochen. Da kam schon blutiges Geld auf Kurvenmucke 1 gegen diese WM. Und jetzt kommt die WM näher, jetzt wird es immer lauter. Genau, das sind die Themen, die immer kurz vor der WM ausgegraben werden und wo sich plötzlich jeder drüber, wie sagt man, aufregt. Genau. Und es ist ein schwieriges Thema, gerade so Fußballkommerzialisierung und was passiert da eigentlich? Ist das überhaupt noch mein Verein? Was machen die da? Wie sieht da die Fanbindung zu deinem Verein aus? Wie sind die auf deine Mucke? Gab es da irgendwas von denen? Nee, schon lange nicht mehr. Wie gesagt, seitdem ich das mit Mario Götze hatte, dann mit Krieg dem DFB, seitdem ich meine Fresse aufgemacht habe, ist da komplett nichts mehr. Aber ich bin auch gerne so. Das ist auch, wie gesagt, was mein Vater gesagt hat, manchmal halt deine Schnauze, aber ich kann meine Schnauze nicht halten. Ich werde auf jeden Fall immer so sein, wenn mir irgendwas nicht passt, dann sage ich es. Manchmal denke ich mir, okay, jetzt vielleicht nicht sagen sollen, aber dann ist es halt so. Und man wird mich nicht verändern können. Ich werde immer meinen Senf zu den Sachen dazugeben. Yeah. Und ich denke, ich werde auch noch mal was wegen der WM in Katar machen. Mhm. Weil da ist noch nicht alles gesagt. Was sind deine Pläne nach diesem Sampler? Wir haben viele Pläne. Wie gesagt, wir haben so viel letztes Jahr im Studio gearbeitet. Wir haben so viel schon auch jetzt schon aufgenommen. Also Caro ist jetzt erstmal an ihrer ersten EP dran. Die macht so ein bisschen was für sich. Authentic arbeitet schon lange an seinem ersten Solo-Ding. Ich möchte auch wieder ein Solo-Ding rausbringen, aber diesmal, denke ich, wird es bei mir ein bisschen ruhiger, mehr dieses Melancholische, mehr dieses schon lange tot, weil ich habe einfach so eine Phase gerade, wo ich sowas gerne schreibe, wo ich sowas auch gerne mache. Schon lange tot, hat mir mega gefallen und sowas mehr in diese Richtung. Und Solero soll auch eine EP machen, der muss hungrig sein, wie gesagt, und Bock haben. Und der wird dann auch und so halt nach und nach unsere Musik der Welt zeigen, einfach Spaß haben im Studio, produzieren und dann, wenn wir sagen, okay, da zeigen wir jetzt der Welt, dann nach und nach da draus hören, was so kommt. Authentic, was hast du für Zukunftspläne? Musik machen, gucken, was bei rumkommt, Musik machen und einfach nicht aufhören. Yeah. Also stehen bleiben ist der größte Feind im Moment auf jeden Fall. Und weitermachen, also auch Fortschritt erzielen, auch in der Musik selber. Nicht auf einem Level stehen bleiben, das ist ganz, ganz wichtig für mich. Yeah. Wenn man jetzt so das Video von Alex Sesh sieht, den Trailer. Ja. Dann höre ich auf, Musikvideos zu drehen. Dann fragt man sich, wie soll man sich doch, ne? Ja. Man ist so extrem stolz auf dieses schon lange Tonvideo. So, sag ich mal, man hat ein Wohnzimmer im Fackeln gesetzt, unter Wasser gesetzt. Na, und das ist nicht mal eben einmal kurz gemacht, das ist ja alles auch echt gemacht. So. Und dann kommt so ein Oleg Sesh und kämpft gegen Aliens, ey. Was soll ich? Terminator 6 nächsten Monat ins Kino, ey, ehrlich. Ein heftiger Hollywood-Film, krass, was sie angestellt haben. Respekt da, ne? Ja. Boah, was der macht, das ist nicht von dieser Welt. Ja, Mann. Ich bin ja echt gespannt, was da in nächster Zeit kommt. So. Jetzt freue ich mich umso mehr zum Beispiel auf das Album von Alex Sesh oder auch auf den Film von Flair. So, was haben die davor? Ja, voll. Ja, komplett. Auf jeden Fall. Komplett. Ich habe den Trailer vorhin erst gesehen auf der Fahrt nach hier, da hat Mickey mir den gezeigt. Ich gucke den eigentlich, lass ihn wieder nach Hause fahren. Lass aufhören mit Musik. Ja, so, einfach, lass einfach aufhören, der soll die Bühne für sich behalten. Ich sag mal, gerade für uns kleinen Rapper, sag ich jetzt, unsere kleinen Musiker, ne? Man sieht immer, wie krasser die Großen immer werden und wie heftiger. Ne? Und ich gehe jetzt quasi arbeiten als Chemikant, damit ich mir so ein Video wie jetzt auch ermöglichen kann überhaupt, weißt du? Er geht auch arbeiten. Wir ermöglichen uns das ja quasi wirklich nur, weil wir malochen und arbeiten. Wir haben da keinen im Hintergrund, der uns ein bisschen Geld reinbuttert. Wir haben noch niemals irgendeinen reichen oder Kumpel, der ein bisschen sagt, hey, komm, ich unterstütze dich oder so. Yeah. Nein, wir haben da wirklich, wir malochen dafür, dass wir auch wirklich solche Videos wie jetzt drehen können.
Und dann sieht man so ein Oleg Sesh-Video und denkt sich, jo, aber ist natürlich kein Maßstab, ne? Ich sag mal so, irgendwann vielleicht, wenn man so Gott will, irgendwann, aber da ist das halt für uns kleinen Musiker immer, wir sind so extrem stolz auf die Videos, die jetzt kamen. Man darf da wirklich nicht, so wenn man solche Produktionen sieht, darf man da auch nicht, wie soll man sagen, so selber einknicken, weil wer weiß, wohin es eines Tages geht. So, diese Phasen gab es immer mal wieder, was weiß ich, da kam irgendein P. Diddy mit so einem Video, dann kam Michael Jackson mit so einem Video und alle anderen erstmal so, ey, was drehen wir eigentlich? Ja. Aber Digga, weitermachen. Im Endeffekt führen die den gleichen Krieg wie wir, ne? Die sind so ihre 50 Mann, die sich überbieten müssen. Wir hier unten sind unsere 50 Mann, die sich überbieten müssen. Weil ich dachte, gestern dachte ich, nach dem Farid-Video kommt erstmal nichts mehr. Mhm. Dann habe ich heute den Trailer gesehen. Ja, die machen auch geile Arbeit, alle Jungs. Ja. Safe. Aber ich muss auch sagen, den wir jetzt haben, der Authentic Pictures, der wird noch. Also gib dem mal ein paar Jahre, der hat jetzt gerade erst so richtig angefangen damit und der hat sich jetzt auch eine Red bestellt und alles. Mhm. Und der hat mega Bock, der hat Ideen. Wie gesagt, der hat die verrückten Ideen, wir sind die verrückten Leute. Der sagt, mach mal im Wohnzimmer, macht mal unter Wasser, macht mal Dings. Dann irgendwie, er war einfach nur mal kurz für 3 Stunden in Berlin, in so einer Luke ist er rein, diese Leiter, die ihr gesehen habt. Das war so ein Lost Place, da musste man durch den Wald und dann sich erstmal durchkämpfen mit komplett Equipment, dann in irgendeinen Tank reinklettern. Und solche verrückten Ideen hat er einfach, aber er hat Ideen. Und wir sind die Verrückten, die das halt umsetzen. So. Man muss halt so teilweise auch, wie soll man sagen, so ein Spinner sein, um sowas umsetzen zu können. Ja. So das, was wir machen, ist ja etwas komplett Verrücktes. Spectre wird auch gesagt haben, hast du Bock, einen Terminator zu drehen. Dann haben die einen Terminator-Film gedreht. So. Ja, aber so erreichst du die Leute auch nur. Ne? Ja, zum Beispiel jetzt vor kurzem haben wir Marvin California, der hat ja reacted auf Videos und so. Und da haben wir auch schon lange tot hingeschickt. Mhm. Hey, der war komplett begeistert von ihm. Der sagt so mega. Ne? Der sagt so, okay, war eigentlich Newcomer-Reacten. Er sagt, Mickey, dich kenne ich aber schon für länger auf den Schirm, dies, das. Ich sage ja, aber Authentic ist halt Newcomer. Yeah. Und der war auch nur positiv. Haben wir gekriegt von der ganzen Community. Alle sagen, die das hören, die sagen ja so, geil, das ist super, das ist wirklich Top-Niveau mittlerweile. Ne? Nur man kriegt halt immer noch nicht diesen wirklich letzten Push, diesen letzten Gang. Ja. Und gerade wenn man mit seinem Album auf Platz 6 chartet, dann braucht man sich da nirgendwo mehr zu verstecken. Ja. Und wenn da keiner drüber berichtet, mal einfach weitermachen. Und wir sind ja am Start, was ist los? Mega, auf jeden Fall korrekt dafür. Und ich denke mal auch, auf den Schirm kam ich viel, aber halt mich wollten nicht drüber reden. Ist halt Fußball. Jungs, haben wir irgendwelche Sachen noch vergessen? Irgendwelche Themen? Irgendwas, über das wir noch auf jeden Fall sprechen sollten? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ja, alles klar, Jungs. Das war das Interview mit Miki und Authentic. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr nach Hannover gekommen seid und ich wünsche euch viel, viel Glück mit eurem Sampler. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Haut rein, meine Freunde. Ciao. Macht's gut, ciao.